zum Anbeißen. Was ganz Besonderes. Aber nicht jedermanns Sache, weil Pferdefleisch, das Essen, auf keinen Fall, denken wohl die meisten von uns. Unsere Moderatorin Serafina traut sich heute. Hallo liebe Zuschauer, liebe Grüße aus dem Rheinland. Ich bin heute in Düsseldorf, um einen original rheinländischen Sauerbraten zu probieren. Und der ist natürlich original vom Pferd. Das wird mit Sicherheit ziemlich lecker. Und wir probieren ihn natürlich bei der besten Adresse, in der Brasserie beim Flo. Also am besten erstmal alle Bedenken abstreifen und offen an die Sache herangehen. Die Brasserie hat sich auf französische Küche spezialisiert. Und da kommt auch mal Pferdefleisch auf die Karte. Auch der original rheinländische Sauerbraten wird aus Pferdefleisch zubereitet. Für mich ist das heute echt eine Premiere, denn wir kochen mit dem Produkt Pferd. Genau. Ich als Laie könnte ich sofort erkennen, das ist jetzt ein Stück Pferd. Es sieht äußerlich auf jeden Fall nach Rind ein wenig aus. Allerdings Pferdefleisch meistens ein wenig magerer. Da sieht man hier auch, wir haben wenig Struktur im Fleisch. Kaum, ne? Pferdefleisch enthält nur wenig Cholesterin. Pferde werden nicht zum Schlachten gezüchtet. Meistens stammen sie aus landwirtschaftlichen Betrieben oder aus Sport- und Hobbyanlagen. Wahrscheinlich ist jetzt so ein Stück Pferd schon was anderes finanziell als so ein Minutensteak. Auf jeden Fall, das Pferd ist preiswerter. Preiswerter? Für das Pferd zahlt man zwischen 9 und 14 Euro. Also ist das nochmal preiswerter im Kilopreis. Zum Vergleich, der Kilopreis im Großhandel für ein Rinderhüftsteak liegt zwischen 10 und 17 Euro. Der Sauerbraten muss übrigens 4 bis 7 Tage im Essigsud ziehen. Liebe Zuschauer, hier ist der Satz, wir haben da mal was vorbereitet, wirklich gerechtfertigt, weil sonst müssten wir jetzt 5 Tage warten. Das hat sich natürlich extrem verändert, ne? Diese Beize macht das Fleisch weich. Genau. Hauptbestandteile der Marinade sind Weißweinessig und Rotwein. Außerdem braucht es noch Suppengrün, Zwiebeln, Wacholder, Lorbeerblätter, Nelken, Zimt und Rosinen. Das darf ruhig ein bisschen Röstaroma auch haben. Oder soll sogar haben, ist nachher für den Geschmack wesentlich schöner, intensiver. Nach dem Anbraten kommt das Teilstück der Oberschale noch in den Ofen. Also 150 bis 170 Grad, circa so 2,5 Stunden. Rotkohl darf nicht fehlen. Und was gehört zu einem deftigen Sauerbraten noch dazu? Natürlich Kartoffelklöße. Müssen 2 oder 3 Klöße? 3. Das ist eine Frage. Ey, hier muss was dran. Hey, hier muss erst mal was raus. Fertig. Vom Geschmack her liegt Pferdefleisch zwischen Rind und Wildfleisch. Oh. Ist lecker, ich habe noch nicht probiert. Oh Gott, ist gut. Ist lecker? Ist gut. Aber nicht lecker, ist doch nur gut. Also, nein, ist richtig lecker. Alles, was sich mit Rindfleisch zubereiten lässt, kann auch mit Pferdefleisch gekocht werden. Der einzige Unterschied liegt in der Garzeit. Pferdefleisch braucht mindestens 2 bis 2,5 Stunden. Gleich probiert Fina es zum ersten Mal in ihrem Leben. Der perfekte Sauerbraten schmeckt süß-sauer und zergeht auf der Zunge. Oh. So, hier ist unser zusammen kreierter Sauerbraten. Mm. Guten Appetit. Ich fange immer mit dem Fleisch an, komischerweise. Ja, sehr gut. Ist ganz weich, lässt sich super schneiden. Ohne Soße, wie gesagt, kein Spaß. Die Soßen sind eigentlich immer mit das Schönste am Essen. Und? Wie jetzt noch? Richtig gut. Noch die Soße ist der Knaller. Wunderbar. Dank richtig deiner gut. Hilfe haben wir ein Top-Gericht auf den Teller bekommen. Ja, ich glaube auch. Ich bin zu 90% schuld daran, dass es so gut ist. Nein. Dann zeig mal, was du als Nächstes auf Lager hast. Jetzt haben wir ein Stück von einem Filet für ein Tatar. Mhm. Und wir machen Tatar. Tatar machen wir, genau. Tatar. Und hier haben wir quasi ein Eigelb. Das haben wir in Salz eingelegt. Und dann wird das quasi getrocknet. Und dann kann man das nachher drüber hobeln, über einen Trüffelhobel. Habe ich ja noch nie gesehen. Ist aber so. Ich dachte schon, du willst eine Münze werfen mit Nein. dem Ding jetzt. Nein, kannst du auch machen, beide Seiten gleich. Kopf sieht immer gleich aus. Florian gibt das Pferdefleisch nicht in den Fleischwolf, sondern schneidet es klein. So bleibt die Fleischstruktur erhalten und man hat nicht nur Hackfleisch auf dem Teller. Vermengt wird das rohe Fleisch mit Gurke, Schalotte, Schnittlauch, pürierten Kapern, Ketchup, Senf und Öl. Als Topping gibt's Senfsaat, eine Kräutermayonnaise, Eigelbcreme und was Knuspriges.
Das ist dann ein schönes Pferdetatar. Ah, schau mal, das geriebene Eigelb. Das in Salz eingelegte Eigelb hobelt er noch drüber. Und jetzt ran an den Teller. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass es für mich ein bisschen tricky ist, weil ich einfach weiß, das ist jetzt also rohes Pferd. Ich habe noch nie rohes Pferdefleisch gegessen. Noch nie. Ich bin echt gespannt, wie sich das jetzt vom Rind unterscheidet. Achtung. Ich sag mal, es ist schon relativ schwierig zu checken, dass es ein anderes Fleisch ist. Kann man machen, ne? Also passt alles hervorragend zusammen. Wunderbar, das freut mich. Dass sie mal Pferdefleisch essen würde, hätte sich unsere Moderatorin auch nicht vorstellen können. Und es gibt noch ein drittes Gericht, und zwar die Pferdebratwurst. Die muss aber erst noch hergestellt werden. Wo genau? Natürlich beim Metzger. In Düsseldorf gibt's einen. Man könnte ihn auch den Party-Metzger nennen, Peter Inhofen. Hier wird nicht nur Wurst aufgelegt, sondern auch eine Platte. Metzger Peter ist mit Herz und Leidenschaft dabei. Der versteht auch was von Musik. Peter! Ja! Das ist mein absoluter Lieblingsclub! Ja! Yeah. Wenn er keine Musik macht, macht er Fleisch und Wurst. So, in den heiligen Hallen von Peter, ja? Mit dem dazugehörigen Fleisch. Ja. Tätätätä. Das ist jetzt Pferd. Genau, und das Rinderfett dabei. Mhm. Und das werden wir jetzt zerkleinern mit anhand eines Fleischwolfes. Ich habe noch ein bisschen Sauerkraut hier stehen. Was machen wir damit? Das mischen wir mit da drunter. In die Wurst? Ja, damit das auch so ein bisschen Action hat, das Ganze. Das soll ja auch keine langweilige Bratwurst werden, ne? Langweilig ist es hier von Anfang an nicht. Ja, dann heb das doch mal bitte an hier in der Höhe. Aber da kommt jetzt guck mal, kannst du nicht hier so in der Hocke, so. Ja. Ich mach das jetzt an, Achtung. Zack. Hat auch noch nie gemacht. Der Familienbetrieb produziert und verkauft seit über 80 Jahren. Vom Produkt her ist doch das Pferdefleisch eigentlich was Besonderes, oder? Ja, ich finde, das ist erstmal kein Massentierhaltungsmittel. So. Hat unheimlich viele Eiweiß, Vitamine, ne? Dann auch Eisen, hoher Eisenanteil und eben sehr, sehr mager. Ähnlich wie Rindfleisch hat es eine intensive dunkelrote Farbe. So, jetzt tun wir mal Sahne dran. Sahne? Ja, auch um das Fett ein bisschen zu ersetzen, weil das wirklich sehr, sehr mager ist. Für ein bisschen Säure sorgt die Zitrone. Und Salz darf natürlich auch nicht fehlen. So, dann wird jetzt alles schön miteinander vermengt. Gerösteter Apfel und Zwiebel kommen auch noch mit rein. So, da kommt das rein. Ah ja. Warum nimmt man da eigentlich immer Schafsdarm und nicht... Man kann Schweinedärme auch nehmen. Ich finde aber, der Schafsdarm ist dünner, zarter und hat ein feineres Bisserlebnis. Da muss das Brät rein. Und jetzt mache ich hier so, siehst du? Mhm. Man muss auch dabei machen. Tatsächlich. So, die nehme ich jetzt mit zum Klo. Das kann man aber netter machen. Guck mal hier. Guck mal. Mit Wurst-Origami. Guck mal. So, so, dann machst du hier eine kleine Bordüre drauf. Guck mal hier. Und dann wie eine Kostbarkeit. Dankeschön. Bitte sehr. Mit Liebe gemacht. Ja. Ne? Ja. Schnell zurück in die Küche zum Florian. Der macht was Leckeres draus. Da ist sie. Unsere Pferdebratwurst. Wir hauen die jetzt nicht einfach nur in die Pfanne oder auf den Grill. Ich würde heute ein kleines Selleriepüree machen mit Apfelgeschmack, weil den Apfel haben wir auch in der Wurst verarbeitet. Mhm. Dann würde ich einen Apfelchutney machen. Gut. Wie kann ich helfen? Helfen? Geh aus dem Bild. Und wir sagen, Mama, Platz da. Ja, wir müssen als erstes den Sellerie schälen. Wir fangen mit dem Püree an, weil das dauert am längsten. Und Serafina hat ihre Passion im Apfelschälen gefunden. Guck mal hier. Was für eine himmlische. Ich würde sagen, die Ausbildung 2021 steht nichts mehr im Weg. Den Sellerie gebe ich auch gleich direkt in eine Sauteuse rein. Dann geben wir dann gleich einfach noch ein bisschen Butter hinzu. Dann schützen wir das an, machen noch ein bisschen Zwiebeln hinzu, ein bisschen Brühe und Sahne. Dann kannst du schon mal das Apfelchutney kochen. Dafür nehmen wir uns eine Sauteuse, machen einen leichten Karamell. Karamell kann man ganz einfach selber machen. Zucker in Wasser bei schwacher Hitze langsam schmelzen lassen. Das Chutney machen wir jetzt erstmal
Lass mal ein bisschen ziehen. Das sehen wir dann nachher, wie das aussieht. Jetzt machen wir das Selleriepüree. Ich habe hier schon mal einen Pürierstab gesehen. Nimm doch Serafine den. Übertreibt natürlich direkt wieder. Nimm doch den. Ja, der ist super. Ist zu krass, ne? Das wofür nimmst krass, du den? Den nehmen wir für so 50, 60, 70 Liter Töpfe zum Pürieren. Aber nicht für so kleine Sauteusen. Das ist quasi das Gerät. Im Thermomix wird das Selleriepüree richtig schön cremig. Wir füllen das immer in eine Squeezy-Flasche, damit wir damit nachher schöne Punkte setzen können. Die Pferdewürste mit etwas Rosmarin scharf anbraten und dann kommt gleich noch der Wirsing in die Pfanne, und zwar als ganzes Blatt. Sieht nicht nur schön aus, ist auch lecker. Ein bisschen Brühe hinzu, um den einfach so ein bisschen, sag ich mal, zu dämpfen. Der Wirsing dient als Unterlage. Drauf kommen die Pferdebratwurst, das Selleriepüree, Apfelchutney und Blaubeergel. Es ist ja eigentlich nur eine Bratwurst, ne? Aber guckt euch das mal an. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Zumindest optisch der Kracher. Serafina, Hand aufs Herz. Wie schmeckt Pferdebratwurst? Bei dem ersten Bissen in den Mund schmeckt man so die Süße von dem Apfel, ne? Ja, ist richtig fruchtig. Und was man... Mit dem Chutney. Gut. Mhm. Das freut mich. Sehr, sehr lecker. Mega. Absolut genial. Ja, so einfach und lecker kann eine Bratwurst sein. Nicht einfach nur eine Bratwurst, eine Pferdebratwurst mit Sauerkraut, Apfel und Zwiebel. Wer es probieren mag, Pferdefleisch ist eine günstige, gesunde und sehr leckere Alternative zu Rind und Schwein.